Jetzt kann's losgehen mit Vorsicht, Kamera. Das ganze Publikum hier ist auch eingeweiht. Wir haben einen kleinen Scherz vor. Sie kennen die Spielregeln hier. Drei Kandidaten und Sie mussten Phrasen und Worten, die auf der Tafel kommen, raten. Nur etwas ist anders bei Vorsicht, Kamera. Nur ein von den drei Kandidaten ist ein echter Kandidat. Die anderen zwei Kandidaten sind Lockvogel von uns, die Susanne und der Zwerg. Und in diesem Spiel jetzt auf der Tafel werden Worte kommen, die überhaupt nicht existieren. Das finden die in überhaupt keinen Duden. Aber unsere zwei, die werden richtig raten. Und der echte Kandidat, er wird haushoch verlieren. Er wird verlieren. Aber wir machen das wieder gut für ihn hinterher. Okay, ich bin gespannt zu sehen, was alles passiert. Sie sind auch gespannt, ja? Ja, Sie können ihn anfeuern, Sie können alles tun. Ein ganz normaler Glücksrad, ganz normal, mit Vorsichtskammer. Ich verstecke mich jetzt. Toi, toi, toi. Jetzt auf die Bühne und sie heißen Carsten, Karin und Thomas. Bitte sehr. Schönen guten Abend. Guten Abend. Carsten Schulz, Sie kommen aus Köln. Jawohl. Und Sie befinden sich gerade in der Ausbildung zum Speditionskaufmann. Ja, das ist er. Aha. Und muss man gezielt darauf hinarbeiten, ja. So einiges zu tun. Aha. Ansonsten spielen Sie gerne Skat mit Freunden? Ja, sehr gerne. Ja. Das ist eine große Clique. Ja. Die möchte ich bei dir gleich mal schnell grüßen. Alle Kollegen, alle Freunde, Verwandte und Bekannten, schnell gegrüßt. Hallo. Willkommen. Carsten, ich wünsche Ihnen viel Glück hier am Rad. Viele Preise. Und in der Mitte steht die Karin Brandner. Sie kommen aus Berlin, ja. Sie sind Zahnarzthelferin. Ja. Und in Ihrer Freizeit gehen Sie dem Bauchtanz nach. Ja. Ja? Ja. Wo kann man denn hier in Berlin einen Bauchtanz ausüben? Wir machen es privat. Ich bin eine private Lehrerin. Wir sind fünf Frauen und die möchte ich auch gerne grüßen. Ja. Hallo. Karin, alles Gute weiterhin mit Ihrem Bauchtanz und viel Spaß hier bei der heutigen Sendung. Danke. Und heutige Entschuldigung, Karin war Wahlkandidatin Thomas Zwerler. Sie kommen aus München, sind Bankangestellte. Richtig. Und Sie sind ein fanatischer Fahrradfahrer. Absolut. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei der heutigen Sendung. Ja. Das kennen Sie doch auch, oder? Das ist Räfel. Ja, sehen Sie? Ja. Karte ist den Kopf nicht hängen lassen. Eine Runde haben wir noch offen. Haben wir schlecht gesehen. Zu hoch für mich. Ich werde in 10 Jahren noch offen. Hä? Haben Sie was dazugelernt, Carsten? Nee. Wollt ihr das versuchen, was wiederholen? Nee, kann ich nicht. Die letzte und entscheidende Runde steht jetzt auf dem Programm und dazu bieten wir noch die grüne Gewinnpalette an. 5.000 Mark als Höchstbetrag und ein Rätsel aus dem Bereich Titel. So, und jetzt Chisrov Arima. Und Thomas, Sie dürfen die dritte Runde beginnen. Ja, auf die 5.000, wenn es geht. Man fordert jetzt bereits aus dem Publikum. Und für 250. R wie Richard. R wie Richard, ja. Thomas, Sie sind weiter dran. Film, Fernsehen, Literatur, Musiktitel. Kann es sein. Für 300. L wie Ludwig. L wie Ludwig. Haben Sie Pech. Carsten, jetzt schlagen Sie zu. 5.000 Mark bieten Sie an als Höchstbetrag. In der dritten Runde. Das kann sich noch alles entscheiden. Wo bleibt das Rad stehen? Carsten kommt auch raus. Das ist ärgerlich. Karin. Ein M wie Macher. Ein M wie Macher. Hm? Karin, Sie sind weiter dran. 350. Ein D wie Dora. Ein D wie Dora. Dann müssen Sie enttäuschen. Thomas, 500 Mark. Was nehmen Sie? T wie Theodor. Ein T wie Theodor. Schauen wir einmal die 1000 Fuß. Danke sehr, Marin. 2000 D-Mark. Haben Sie am Guthaben schon erdrehen können. 800. T wie Cäsar? T wie Cäsar. Ja. Wie geht's weiter? 2800 D-Mark. Wollen Sie einen Vokal kaufen oder wollen Sie noch mal drehen? Oder ich kaufe ein A. Ein A wie Anton. Ja. 300 D-Mark. Ziehen wir dazu ab. Thomas, 5000 Mark wollen wir sehen.
Nicht nur ich, sondern auch das Publikum und die Zuschauer zu Hause. Thomas für 1500. Elvi Ludwig. Ein Elvi Ludwig. Nein. Carsten. Eine Runde können Sie ja noch gewinnen. Und 350, was nehmen Sie? Ein Baby Bertha. Baby Bertha. Das ist ärgerlich, Karin. Sie sollten auch noch mal drehen. Ja. Ihr Konto ist nämlich auch auf Null. Und es handelt sich um einen Titel. Von Ruhe im Publikum, wir sind kurz vor der Lösung. 250. V wie Vogel? Und V wie Vogel oder Victory. Reicht es aus zum Sieg? Ja. Wissen Sie die Lösung ich oder müssen Sie den Vokal? Nein, ich weiß nicht. Christoph Aremack. Genau. An Regina und Sie können jetzt für 650 D-Mark einkaufen gehen. Doch, bitte sehr. Hier ist Ihre Palette. Ich hab's geahnt. Alles wahr sein. Bist du auch mit eingeweiht oder was? Ja, ja. Das ist auch gut. Alles. Ja, mit mir könnt ihr es machen. Ja, 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 ja. Ich hab an meinem Verstand gezweifelt. Das kann nicht wahr sein. Das ist egal, also, die Leute kennen den nicht. Guck mal, das oberste Wort, wenn man durchfährt, zu liegen. Vorsicht, ja. Damit rechnest du nicht. Warum ausgerechnet nicht? Irgendeiner muss es sein, was? Wir haben ihn ausgesucht, weil er so ein sympathischer Mann ist. Ist das richtig? Ja. Genau. Und das ist wirklich wahr. Ein sehr sympathischer junger Mann. Und er war überhaupt nicht böse auf uns, die Sie gesehen haben.